Hey Leute, was geht? Heute bin ich mit meinem Papa in Berlin beim Korean Barbecue und wir haben schon angefangen. Also es grillt schon alles fleißig. Darf ich schon aufdecken? Ja. Ich nehme das jetzt da rein. Genau. Okay. Was möchtest du? Dankeschön. Das egal. Ist Rindfleisch. Pack mir erstmal von allem ein bisschen drauf. Ich zeig dir gleich mal, wie du das alles am besten essen kannst. Ja, das wäre gut. Das ist mir alles ein bisschen viel. Wie du das beste Geschmackserlebnis bekommst. Okay. Das Schönste, finde ich, ist hier eine Schere. Ja, mit der Schere kannst du das Fleisch schneiden, aber eigentlich, ich weiß nicht, die Portionen ja schon sind so gut. Ja, es ist alles so, schon so klein, dass man es gar nicht mehr schneiden muss. Okay, Reis habe ich auch. Am geilsten ist, ich kann überhaupt nicht mit Stäbchen essen. Also, die sind rund. Mir fällt die ganze Zeit alles runter. Es tut mir leid. Ich lerne noch mit Stäbchen zu essen. Lecker, oder? Super lecker. Ist das Kimchi? Mhm. Ja. Scharf. Genau, das ist Kimchi. Scharf? Ich bin gespannt, wie scharf das ist. Das ist ja überall immer verschieden scharf. Sehr scharf oder geht's so? Pikant. Lass mich ja mal probieren. Also, man kann's sehr gut essen. Das ist wirklich. Alles gut. Nein, das ist nicht scharf. Mmh. Das ist nicht, so scharf ist es wirklich nicht. Bei deiner Feiernudel-Challenge war es schärfer. Frag deinen Bruder. Aber das ist auch schon sehr scharf. Ich kann ja sowieso nicht so gut scharf essen, wie ihr wisst mittlerweile. Schön, dass du dann aber gerne koreanisch isst, wenn du nicht so scharf essen magst. Moment, ich muss dir jetzt was erklären. Ja. Und zwar nimmst du dir jetzt ein Salatblatt. Oha. Wir machen jetzt Sam. Sam? Genau, Sam. Aber so heißt übrigens Salat. Auch das Restaurant. Genau, ein Salatblatt. Ja. Gib mir auch eins. Du machst das jetzt wie so ein kleiner Wrap einfach. Ja. Du packst jetzt alles, was du reinpacken möchtest, in dieses Salatblatt. Am besten erstmal Fleisch. Nee, als erstes kommt bei mir die Zwiebel. Okay, oder so. Dann Fleisch. Genau. Okay. Fleisch da rein. So, und jetzt suchst du dir irgendwas aus. Ich nehme mir hier was. Das ist auch wieder Rettich, eingelegter Rettich. Genau, das ist Kimchi mit Rettich. Und das ist Kimchi mit Kohl. Hast du genug? Nee, da fehlt noch was. Du musst noch ein bisschen hiervon. Ach so. Ein bisschen Sojasprossen. Ich pack dir das mal rein. Ja, das ist gut. Ich hoffe, das darf man. Ja. Wenn dein Vater so alt wird, dann musst du ihn sowieso irgendwann füttern. Genau. Okay. Gut. Und dann packe ich noch ein bisschen von. Nicht verbrennen. Nee. Von dem Kimchi mit Kohl. Ja, das meine ich auch. Kimchi mit Kohl. Genau. Der ist lecker. So, und jetzt noch ein bisschen Soße, würde ich sagen. Das mache ich am besten mal mit dem Löffel. Ja, okay. Nun? Ja, sieht gut aus. Jetzt versuchst du ihn zu falten. Okay. Ich hoffe, so ist es gut. Und jetzt? Okay, und jetzt entweder steckst du ihn ganz in den Mund, wenn du es schaffst. Garantiert nicht. Garantiert nicht, schon gar nicht vor der Kamera. Und? Ist gut? Das ist der Hammer. Ja? Ja, dieses ist geil, oder? Saftige Salatblatt. Ja. Und dann diese warme Füllung. Oh, lecker. Super lecker. Ja. Spitze. Oh, ist das so lecker. Ich bin so gespannt, wenn ich das erste Mal in Korea sein werde, ob es ein großer Unterschied ist zu dem hier oder ob es einfach ziemlich gleich schmeckt. Du meinst, ob das schon wieder europäisiert ist? Aha. Ja. So wie beim Chinesen zum Beispiel. Das ist ganz oft so. Ich glaube, das ist komplett anders, weil das ist auch überall gleich. Und ja, bin ich gespannt. Du wirst berichten. Ja. Neulich bei diesem Fried Chicken, Korean Fried Chicken, ja, das war auch super lecker, aber komplett anders. Mhm. Und dieses ist wirklich frisch, total frisches Essen, das finde ich das Coole. Mhm. Du brätst dir dein Fleisch man selbst. Man macht es einfach selber. Ja. Wo hat man das schon? Ja. Ich weiß nicht, hat man das in Deutschland irgendwo, dass man sich sein Essen selber auf dem Tisch macht? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Glaube nicht. Ich habe es eben bei dem Kellner gesehen, der hat das erstmal so drauf gepackt und dann ein bisschen auseinandergezogen gleich. Mhm. Achso, wir haben ja auch noch Reis. Und Rindfleisch haben wir auch. Und das hier möchte ich einmal probieren. Ich weiß nicht genau, was das ist. Könnt ihr das sehen? Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Aber, ja, ich glaube, das ist Fleisch. Auf jeden Fall Fleisch. Also vom Look her ist das Thunfisch. Ja, ne? Hm? Vom Look. Hätte ich auch gesagt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, es ist Rindfleisch, glaube ich. Irgendwie speziell eingelegt, aber ich weiß nicht genau, was es ist. Probier's mal. Das probiere ich jetzt auch mal. Und diese ganzen Snacks hier, die nennt man Panchan. 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 Ja. Panchan. Ganz genau. Gar nicht okay. So schwer, oder? Nö. Man muss es nur viel öfter essen. Ja, genau. Weil das viel zu lecker ist. Leider habt ihr sowas in Leipzig ja nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Sehr schade. Aber wir haben einen koreanischen Supermarkt. Ja, und der stimmt. Ist total niedlich. Stimmt. Der Mann, der dort verkauft, der ist so nett. Kimchi. Was ich hier gut finde, ist, dass das so mit so einem Gaskocher gemacht wird. Ja, dadurch geht das alles voll schnell, ne? Mhm. Leichter als gedacht. Ich brenne mir gleich den Arm, oh Gott. Okay, hier kommt auch noch ein bisschen. Oh Scheiße, das brennt da drin. Oh mein Gott. Ja, das ist das Fett, wenn das auf die Flamme kommt. Oh Gott, ich krieg Angst. Habe ich jetzt zu viel reingepackt, raufgepackt? Mhm. Oh mein Gott, Leute. Okay, ich habe alles unter Kontrolle, Boah, ja, oh fuck, aufbrennt. Oh mein Gott. Sind wir beim Barbecue oder nicht? Ist das normal? Musst du solche Flammen haben. Ist das normal? Ja. Hier kommt gleich Löschschaum raus, das ist gar kein Abzug, das ist ein Feuerlöscher. Ja. Ich mein Teller gar nicht mehr. Das geht alles so schnell. Mhm. Ich bin unter Druck. Oh. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst und zuletzt machen soll. Mhm. Leg das mal ein bisschen an die Seite, vielleicht ist da nicht ganz so heiß. Ja. Hast du Probleme? Komm, zeig dich. Oh mein Gott, das war ein bisschen viel. Also koreanisch essen kann ich schon ganz gut. Mhm. Das fällt mir gar nicht so schwer. Die Sprache muss noch lernen. Ich auch. Ich glaube nicht, dass ich das in meinem Leben noch hinkriege. Ja. Meinst du? Sag niemals nie. Ich lerne doch gerade Finnisch und Serbo-Kroatisch. Also, von den Zwiebeln, da könnte ich Tonnen essen. Ja, ne? Ist der Hammer. Nimm. Nein, ich muss jetzt mal nehmen. Ich nehme immer nur von da. Ich muss hier mal essen. Ja. Das Schöne ist, du isst nicht so wie wir Deutschen. Teller voll, rein. Sondern mal da ein bisschen, mal da ein bisschen. Das hat so ein bisschen was bei uns wie so Fondue-Abend oder sowas. Mhm. Ne? Stimmt. Oder Raclette. Stimmt, das kann man vergleichen. Fondue und Raclette, sind das Deutsche? Schweizer, ne? Fondue ist Schweizer, ein Schweizer Gericht und Raclette. Auch. Raclette ist auch aus der Schweiz, okay. Ja. Aber wir machen es in Deutschland zu Hause. Aber meistens nur Weihnachten oder Silvester. Zwischendurch gönnen wir uns das nicht, ne? Stimmt. Wir sind nur im Hetzen. Mhm. Wir nehmen uns wenig, die Deutschen nehmen sich wenig Zeit zum Essen. Mhm. Leider. Oh, wir müssen noch wieder rauflegen. Das ist auch nochmal. Wir vergessen immer nachzufüllen. Oh Gott, nicht, dass es wieder anfängt zu brennen, das macht mir Angst. Wir haben heute gar kein Bier dabei. Stimmt. Wir haben heute leider nur Wasser. Wir müssen ja noch irgendwie nach Hause kommen. Ja, genau. Wir sind mit dem Auto unterwegs. Das Schöne ist, ich bin ja jede Woche mal 2-3 Tage in Berlin. Mhm. Jetzt weiß ich, wo ich abends mal alleine essen gehen werde. Oh ja. Kann man das das kann man auch als Einzelperson machen, ne? Ich weiß es nicht. Es gibt Restaurants hier in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in Korea auch so ist, wo du das nur ab mindestens 2 Personen machen darfst. Ach so. Aber hier war ja eine. Vielleicht, weil es sich dann erst lohnt, ja. Weißt du? Wir haben bisher noch gar nicht die Schere benutzt. Oh Gott. Mein Lieblingskimchi ist Kimchi mit Kohl. Das mit Rettich mag ich nicht so gern. Mit Rettich? Nee, Kohl ist ein bisschen süßlicher, ne? Mhm. Rettich wird auch schnell scharf. Ja. Aber du könntest auch ein bisschen Reis mit reinmachen, wenn du willst. Ja, aber dafür ist mein Salatblatt gerade mal ein bisschen klein. Ja, meins wird gerade auch immer kleiner. Du hast deins ja auch zurechtgeschnitten, also kein Wunder. Ja gut, das ist jetzt mit einem Undercut versehen. Das ist selbst schuld. Meinst du, ich schaff das? In einem Bissen? Komplett. Okay. Ich mache jetzt zum Vollobst. Mach es. Ich will sehen.
ich das auch probieren. Mhm. Aber meiner ist, glaube ich, noch größer, oder? Mhm. Aber meiner ist noch zu heiß. Erstmal pusten. Das Video mit den Kirschen war leichter. Wir müssen was runternehmen. Ich habe Feuer gemacht. Das ist cool. Kann ich das nochmal? Cool. Ja. Hör mal auf. Knusprige Angelegenheit. Ist das nur bei uns so oder ist das immer so, wenn man das macht? Du weißt, bei uns beiden ist sowieso immer alles anders als aha, bei anderen. Oh ja. Ich finde irgendwie, man braucht da gar nicht mehr so viel Reis zu, oder? Nee. Das Fleisch alleine macht schon so satt. Das wäre schade, wenn man den Hunger mit dem Reis nur stillt. Mhm. Weil Reis kriegt man hier halt überall. Reis ist auch richtig normal geworden, so in Deutschland, ne? Mhm. Also, ich weiß noch, früher als Kind, vor hunderten von Jahren, da war Reis noch ziemlich unbekannt. Mhm. Das haben wir nicht überall gegessen. Nee. Mhm. Krass. Die Sonne scheint. Ja, wirklich, endlich scheint die Sonne raus. Weißt du, warum die Sonne scheint? Hä? Weil wir es schön aufgegessen haben. Mhm. Aha. Wenn man auf isst, scheint die Sonne. Hat man uns als Kinder immer erzählt. Also ganz ehrlich, hier war ich nicht das letzte Mal. Mhm. Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gesagt. Mhm. Aber das ist einfach so lecker. Bei Fried Chicken, ne? Und so entspannt. Genau, bei Fried Chicken. Ja. Okay, Leute, wir haben fast alles leer gegessen, wie ihr seht. Wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Ciao.